Im tiefsten Winter bei minus 10 Grad mit dem Fahrrad über die Alpen. Mit im Gepäck meine Ski. Japp, das war vermutlich eine meiner dümmeren Ideen. Aber der Reihe nach. Alles begann mit einer Voicemail von meinem Kumpel David. Jo, Piet, wo treibst du schon wieder rum? Du, mein 30. Geburtstag steht an einem wunderschönen Lindauer am Bodensee. Darf's natürlich nicht fehlen. Also komm her, wir sehen uns. Diese Einladung konnte ich natürlich nicht ausschlagen und deswegen habe ich einen Blick auf die Karte geworfen. Wie weit ist es denn eigentlich von Innsbruck bis Lindau? 250 Kilometer durch geile Berge am Arlberg. Also quasi eine perfekte Fahrradroute. Nur auf Asphaltstraßen dahin fahren ist halt nicht so mein Ding und deshalb müsste ich mein Bikepacking-Setup ein wenig anpassen, um auch im Winter tief hinein in unberührte Berge zu kommen. Und wie kommt man im Winter in die Berge? Richtig, mit Ski. Nach kurzer Recherche habe ich mit Cyclite Kontakt aufgenommen. Die bieten nämlich mit ihrem Ski-Rack ein einfaches Ski-ans-Fahrrad-System an. Und tada, mein Winter-Bikepacking-Setup-Deluxe. Die Idee ist jetzt simpel. Ursprünglich wollte ich von Innsbruck nach Lindau fahren, allerdings hat es kurz vor der Abfahrt nochmal fett Schnee runtergehauen und deshalb habe ich die Route umgedreht. Das heißt mit dem Zug nach Lindau, auf Davids Geburtstagsparty und dann die Heimreise zurück nach Innsbruck per Bike und Ski. Tagsüber ein bisschen Strecke mit dem Fahrrad machen und nachmittags auf die Ski und hoch in die Berge. Dort übernachten, am nächsten Morgen abfahren, wieder aufs Bike, bisschen Strecke machen, wieder auf die Ski und so weiter. Das heißt nicht einfach schnellstmöglich die 250 Kilometer fahren, sondern vor allem etwas auf der Strecke erleben und das Ganze in 3 bis 6 Etappen machen. Ich bin zwar hier und da auf meinen Trips schon mal in den Schnee geraten, wie zum Beispiel in den kantabrischen Alpen in Nordspanien auf meiner Radreise nach Lissabon, diverse Male auf dem Great Divide in Nordamerika, wie zum Beispiel in Idaho oder beim Grand Teton National Park. Grand Teton! Oder auf diversen Alpencrossrouten. Komm doch raus, Sonne! Sag mal, was will ich noch alles machen? Ne? Aber bewusst zu dieser kalten Jahreszeit über die Alpen zu fahren, das habe ich bislang noch nicht gemacht. Ob das eine gute Idee ist, im tiefsten Winter, Mitte Januar, bei maximal kurzen Tagen und an der Kaltfront mit minus 10 Grad am Tag? Vermutlich eher nicht. Aber ich werde es herausfinden. Los geht's! Einen wunderschönen guten Morgen hier von Lindau am Bodensee. Ja, heute geht's los, Tag 1 von meiner Bike- und Skitour von Lindau nach Innsbruck. Bin gespannt, hab richtig Bock. Geburtstagsparty gestern war nice, deswegen bin ich auch leicht verkatert. Trotzdem danke David für alles, hat mega Bock gemacht. Und ja, heute geht's mal los Richtung Arlberg. Mal sehen, wie weit ich komme. Es ist jetzt schon 13.30 Uhr, also allzu weit werde ich nicht mehr kommen. Und dann werde ich mir schön Zeit lassen. Also mir geht es absolut nicht darum, möglichst schnell in Innsbruck zu sein, sondern ich will vor allem meine Ski, die ich ja hier dabei habe, möglichst oft nutzen. Also das heißt, ich plane so 4-5 Etappen, je nachdem, wie es mir taugt. Also, jetzt gehen wir es mal an. Auf geht's, heute entspannte Einrolletappe. Let's go! Gut, das reicht für heute. Jetzt wird es dunkel. Ich habe es vorhin bis Feldkirch geschafft. Jetzt bin ich trotzdem ziemlich platt. Nur 3 Stunden heute geschlafen. Also jetzt gehe ich hier ins billigste Hotel, das Hotel Hecht. Werde mich schön erholen über Nacht. Und dann wird es morgen spannend, weil dann geht es in die Höhe und in den Schnee.
Und dann wird auch das erste Mal umgesattelt auf die Ski. Und dann werde ich versuchen, irgendwo oben in den Bergen zu übernachten. Freue mich drauf, wird aber auch spannend, wie es Fahrradfahren im Schnee sein wird. Also, das war's für heute. Dann sehen wir uns morgen. Gute Nacht. Servus. Ich habe keine Reservierung, aber ich wollte fragen, ob ihr vielleicht noch ein Zimmer für mich habt heute Nacht. Alles gleich. Ah, ja. Nee, ich habe gar keine Reservierung. Na? Achso, okay. Ja, passt. Dann würde ich es gerne nehmen, ja. Das war's.